Die erste Februarwoche diesen Jahres war eine der geilsten Wochen meines Lebens. Mein drittes Mal in New York City, das erste Mal auf einer selbst mitorganisierten Community-Reise, nachdem wir im Januar schon in LA waren mit 20 Mann. Diesmal waren wir zu 19, weil einer leider krankheitsbedingt am Abreisetag absagen musste und dann ging's los. Wir hatten uns die perfekte Woche im Spielplan rausgesucht, mit Heimspielen der Knicks gegen die Lakers, Mavericks und Grizzlies, wir haben Stephen Curry in Brooklyn gesehen und wer wollte noch Cleveland gegen Brooklyn, sogar ein Eishockey-Game im Garden war mit dabei. Das Abendprogramm stand, erst Spiel, dann zusammen in die Bar um die Ecke von unserem Hotel und für das Tagesprogramm haben Tommy und ich auch gesorgt. Jeden Morgen ging es nach dem Frühstück im Hotel los, die Hälfte bei mir mit und die Hälfte bei Tommy und dann wurde New York erkundet, bei bestem Wetter die ganze Woche lang, alle wichtigen Sightseeing-Spots, am ersten Tag gleich in den Central Park und dann die Fifth Avenue runter, Hotdogs essen, ab in den NBA-Store und shoppen, alle möglichen Läden wurden abgeklappert. Mittags ging es dann die ikonische Joe's Pizza essen, dann zum Times Square und dann gleich zum ersten Game. Am zweiten Tag stand Brooklyn auf dem Plan, mit der Subway zur Brücke, dann drüber laufen, Brooklyn erkunden, dann Basketball zocken mit der Manhattan Skyline im Hintergrund, Burger essen bei Shake Shack und weil spielfreier Abend war, sind wir alle zusammen aufs Top of the Rock und haben den Sonnenuntergang und später New York bei Nacht angeschaut. Danach wieder zum Times Square und dort Tacos essen und zurück ins Hotel. Tag 3 startete am Grand Central Terminal, bevor es wieder Shopping in Midtown hieß, einige wollten nochmal zum NBA Store und dann waren wir bei Hershey's und im M&M Store, haben Souvenirs geholt und bei Five Guys gegessen, bevor es dann nach Soho ging, zu Drake's Modelabel, dann die besten Cookies der Stadt essen und in einem kleinen Park chillen, abends dann nach Brooklyn raus zum Warriors Game. Und auch am vierten Tag gab es eine heftige Tour, Start bei Hudson Yards, die High Line entlang, auf Little Island gewesen und dann die besten Donuts der Stadt im Chelsea Market gegessen. Runter mit der U-Bahn zur Wall Street, dort gab's dann Bagel und dann mit der Staten Island Fähre hin zur Freiheitsstatue. Im Anschluss stand das World Trade Center und ein 9/11 Memorial auf dem Programm, bevor wir nochmal einen kurzen Abstecher in den Central Park gemacht haben. Der Plan war, in den ersten 4 Tagen alles Wichtige zu sehen und dann kann jeder in den letzten 3 Tagen machen, was er will, in kleinen Gruppen oder alleine, ein paar waren in Chinatown, andere in Williamsburg, andere im Outlet und ich war alleine in Soho unterwegs, bevor wir uns dann an dem Tag mittags getroffen haben und in einer kleinen Gruppe auf dem Edge oben waren, einer meiner Lieblingsaussichtsplattformen in New York. Am letzten kompletten Tag stand dann Fahrradfahren im Central Park auf dem Plan, dann Old Fashioned Coca-Cola zubereitet, die wir vor 100 Jahren trinken und Süßigkeiten für zu Hause kaufen und am letzten Tag kommen wir dann als Gruppe nochmal Basketball spielen in New Jersey, bevor es dann wieder zurückging. Es war einfach so traumhaft, die Gruppe war fantastisch, die Vibes waren super, jeder hatte die beste Zeit, alle waren rundum zufrieden und das ist ja auch unser Ziel. Ich habe dann noch zu Tommy gesagt, ich werde New York bis nächstes Jahr vermissen und er meinte, nicht so schnell, vielleicht klappt es ja sogar dieses Jahr nochmal. Sein großer Traum schon immer ist es nämlich, einmal zur Weihnachtszeit hinzufliegen und genau das haben wir jetzt auch vor, nachdem wir in den letzten Wochen alles dafür geplant und auf die Beine gestellt haben. Wir wollen mit 18 von euch vom 29. November bis zum 6. Dezember 2024 nach New York fliegen in der Weihnachtszeit und dort eine magische Woche verbringen. Christmas Shopping, die ultimative Weihnachtsstimmung erleben, wo alles geschmückt ist in der Stadt und der Baum vom Rockefeller steht, jeder der das schon mal gemacht hat schwärmt davon, es gibt keine bessere Zeit um nach New York zu fliegen. Leider gibt's genau deshalb auch keine teurere Zeit, was mich zum ersten Grund bringt, warum wir die Reise jetzt schon veröffentlichen müssen. Warten wir auf den NBA-Spielplan, der Ende August kommt, können wir die Reise erst Anfang September buchen und dann werden Flüge und spezielle Hotels viel, viel zu teuer, wenn man überhaupt noch was bekommt. Nur jetzt, ein knappes Jahr im Voraus, bekommt man einen guten Preis, deswegen mussten wir jetzt zuschlagen. Und Grund Nummer 2, die meisten der Teilnehmer müssen Urlaub beantragen, mindestens eine Woche und im September noch für den Dezember eine Woche zu bekommen, gestaltet sich für die meisten schwierig bis komplett unmöglich. Aufgrund dieser 2 Sachen bieten wir die Reise jetzt schon an und können eben nicht auf den NFL und speziell NBA-Spielplan warten, NBA werden wir aber auf jeden Fall sehen. In New York sind 2 Teams, ich bin die Spielpläne der letzten Jahre durchgegangen, eine Woche in der keines dieser beiden ein Heimspiel hat, ist quasi ausgeschlossen. Außerdem sind Washington und Philadelphia nur 3-4 Stunden entfernt, zur Not planen wir da einen Tagesausflug hin und fahren nach dem Game wieder zurück. Leider wissen wir eben heute noch nicht, welche Spiele wir sehen werden, ich bin aber sehr optimistisch, dass da für jeden etwas dabei sein wird. Tommy und ich haben wieder ein großes Programm auf die Beine gestellt und unsere Erfahrung vom letzten Mal mit einfließen lassen. Jeder, der mitkommt, kann gerne bei unseren täglichen Touren mitmachen, natürlich zwingen wir keinen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass in der Regel wirklich alle mit dabei sind.
Wir kümmern uns um einfach alles, damit ihr vorher so wenig Stress wie möglich habt und die Füße hochlegen könnt. Denn eins ist klar, die werdet ihr noch brauchen. Dieses Jahr in New York waren 40.000 Schritte am Tag bei einigen keine Seltenheit. Wir kümmern uns um Flüge, Hotel, buchen die Tickets für die Spiele für euch, kümmern uns um Stadion, Turn- und Aussichtsplattform, besorgen amerikanische SIM-Karten, helfen beim Visum, da wird nichts dem Zufall überlassen. Preislich, müssen wir ehrlich sagen, ist die kommende Reise natürlich teurer als die letzte, aber wir finden, dass das ein mega faires Angebot ist, gerade mal 400 Euro teurer als im Februar, das ist richtig gut. Bucht ihr bis zum 22. März, also innerhalb der nächsten beiden Wochen, kostet ein Platz gerade mal 2.500 Euro mit den hier eingeblendeten Leistungen, ab dann wird's 100 Euro teurer. Alle Infos gibt's auf der Webseite, dort könnt ihr dann auch buchen, den Link habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar gepackt. Wir würden uns wirklich freuen, wenn sich 80 von euch finden, die letzte New York Reise war schon nach 5 Tagen ausgebucht, ich würde daher sagen, wartet lieber nicht zu lange, wenn ihr Bock habt, dann macht gerne mit. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.